Herzlich willkommen, ihr von unserer Vereingemeinschaft, die zum Wochenende euch immer freut auf unser Video. Zu diesem Wochenende aber ganz, ganz originell. Wir sind Gast beim Altbürgermeister Heinemann in Zennfeld. Denn in unserer Vereingemeinschaft feiern an diesem Wochenende die Zennfelder, inklusive die Goxheimer, ein ganz spezielles Fest. Herr Bürgermeister, genau muss ich ja sagen, Herr Altbürgermeister, Sie müssen jetzt ganz einfach von der Geschichte so ein, zwei, drei so richtige, interessante, wichtige Daten erzählen, warum dieses Fest ist und was ganz, ganz wichtig ist, warum das Fest zu feiern heute erst recht notwendig ist. Ja, vielen Dank für das Interesse an diesem Wochenende, an diesem historischen Wochenende. Wir feiern heuer an diesem Samstag und Sonntag die Wiedererlangung der Reichsfreiheit, die Wiedereinsetzung der alten Reichsrechte, die 1635 uns abgenommen wurden. Man sagt immer, sie gingen verloren, aber sie gingen nicht verloren. Man hat sie uns abgenommen seitens des Kaisers. Das geht alles zurück, wie so viel, auf eine Glaubenssache. Im Jahr 1540 ging die Gemeinde Zennfeld geschlossen zum evangelischen, zum protestantischen Glauben über. Das hat verschiedene Gründe gegeben und das hat natürlich verständlicherweise aus seiner Sicht dem Würzburger Fürstbischof Fürstgraf von Hartsfeld nicht gepasst und er hat alles dran gesetzt, das wieder rückgängig zu machen. Und erst im Jahr 1635, also mitten im Dreißigjährigen Krieg, wo durch Zennfeld wirklich zig Truppenzüge durchgegangen sind von den Schweden, von den bayerischen Truppen, von den kaiserlichen Truppen, erst da, wo Zennfeld total geschwächt war, ist es ihm gelungen, den Kaiser zu überzeugen, einen Lehensbrief zu schreiben. Und mit diesem Lehensbrief ging die Reichsfreiheit verloren. Verständlicherweise haben sich das die Zennfelder und die Goxheimer natürlich nicht gefallen lassen. Da gehört ein gutes Stück fränkische Sturheit dazu, aber im positiven Sinn. Die haben gesagt, ja, was fällt denn dem ein? Das lassen wir uns nicht gefallen. Da gehen wir auf die Barrikaden, wir kämpfen bis zum Äußersten. Haben sich einen Justiziar genommen, mit was man das bezahlt hat, das weiß man bis heute nicht. Und dieser Justiziar hat ganze 14 Jahre gekämpft in Würzburg, aber auch beim deutschen Kaiser des damaligen Heiligen Römischen Reiches, Deutscher Nation. Und dann kam der Westfälische Friede. Mit dem Westfälischen Frieden kam dann der Friedensvertrag von Münster und Osnabrück. Und in diesem Friedensvertrag gibt es eine Lista Restitorium. Und in dieser Lista Restitorium ist also festgeschrieben, dass Goxheim und Zennfeld wieder reichsfrei werden müssen. Aber auch das hat den Fürstbischof Hartsfeld nicht zum Handeln bewogen, sondern die Zennfelder mussten erst die evangelischen deutschen Fürsten, die Reichsstadt Nürnberg, und den Thronfolger Gustav Adolf II. Von Schweden einbinden, damit denen dann die Reichsfreiheit wieder zugestanden wurde. Ja, und dann, das zieht sich natürlich, das ist jetzt in ein paar Minuten von der Hauptsache her erzählt, aber es war natürlich ein endloser Kampf und man weiß bis heute nicht, wie haben die den Kontakt hergestellt nach Schweden, wie haben die den Kontakt hergestellt zur Reichsstadt Nürnberg, wie haben die deutschen evangelischen Fürsten kontaktiert. Das waren ja hier alles arme Bauern, also und Internet und Laptop und alles mögliche, das hat es ja nicht gegeben. Das ist also bis jetzt noch ein Fragezeichen, das suchen wir jetzt noch. Und 1649 war dann dies soweit. Und aufgrund von dieser Lista Restitutorium hat man dann eine Restitutionskommission in Schweinfurt eingesetzt und die sollte dann Nägel mit Köpfen machen. Da war also auch ein Abgesandter von Würzburg dabei, ein Abgesandter von Bamberg und, drei beziehungsweise vier Männer. Und diese vier Männer haben dann einen Restitutionsrezess erwirkt. Restitution heißt
die Wiederherstellung, die Wiedereinsetzung, und Rezess ist der Vergleich. Man hat also einen Wiedereinsetzungsvergleich geschlossen, wonach wirklich jetzt Sennfeld und Goxheim wieder reichsfrei werden und die alten Reichsrechte bekommen. Und nur wenn man weiß, was diese Reichsrechte bedeutet haben, das können ein Schwebheimer, ein Obereuerheimer, ein Schonunger, die können das sehr gut abschätzen, denn die hatten diese Rechte nicht. Die waren immer dem Adligen unterstellt, dem von Bibra, dem von Obereuerheim, Hesberg, genau, den Hennebergern. Die waren denen unterstellt und die haben gemacht, was sie gesagt haben. Also die Adligen haben vorgegeben, was zu machen ist, haben den Zehnten von den Bauern verlangt. Und das war in Sennfeld zum Beispiel nicht. Die Sennfelder und die Goxheimer konnten sich die Schutzherrschaft selber wählen. Die hatten ihre eigene Gerichtsbarkeit. Bis zum Mord konnten die alles selber richten. Die hatten die freie Glaubenswahl. Die hatten die Wahl der Lehrer und Pfarrer. Die hatten die Wahl des Weiderechtes, des Fischrechtes, des Jagdrechtes und vieles mehr. Und da ist schon verständlich, warum er diese jahrhundertealten Rechte nicht so einfach hergeben wollte. Ja, und aber ja. Das wäre ja eine optimale Sache, fast wie heute, nämlich das Selbstbestimmungsrecht an der Kommune. Ne? Richtig. Ja, und das ist jetzt die Sache, die ihr feiert. Also euer Selbstbestimmungsrecht hier in Sennfeld, wie auch in Goxheim, ist dann 1649 wieder euch zugesprochen worden. Und ihr konntet über alle Sachfragen selber bestimmen. Ja, genau. Das ist also richtig. 1649 hat man die alten Rechte wieder bekommen, wie ich gerade aufgezählt habe. Und dann hat der Reichsschultheiß mitsamt seinem Dorfgericht beschlossen, das ist ein sogenanntes Reichsschultheißenvermächtnis, ab sofort findet ein Fest statt am 12. Trinitatis, was heute nichts mehr ganz stimmt, aber am 12. Trinitatis, so war es festgeschrieben, mit Singen, Musizieren, Predigt und Tanz. Und das war die Geburt dieses Friedensfestes. Wir feiern aber die Wiedererlangung der Reichsfreiheit, das Friedensfest, die Kirm, die Kerm, das sind nur die Folgen daraus. Der Grund, die Basis ist die Wiedererlangung, die Wiedereinsetzung der alten Rechte. Und die, da haben Sie recht, die gehen sogar über die jetzigen kommunalen Rechte in Bayern hinaus. Denn wir haben keine Gerichtsbarkeiten mehr in Sennfeld. Ja. Besten Dank, Herr Bürgermeister, oder ich muss ja sagen Altbürgermeister, weil Sie sitzen ja nicht mehr im Rathaus auf Ihrem Stuhl. Und für mich war das jetzt eine gute, so wichtige Sache, weil all diese vielen Rechte, die ihr hier in Sennfeld und dann die Goxheim hattet, die kamen ja alle wieder zurück. Also ihr konntet euch viel, viel mehr selbst bestimmen. Und dann interessiert mich noch eine ganz wichtige Frage. Wenn ihr jetzt also das Fest hier feiert, also genau diese Erinnerung, dann heißt es, so Erinnerung formt oder gestaltet ja unser Leben für heute. Und was würden Sie so sagen, ist für heute aus dieser Erinnerung so wichtig? Das eine, was mich freut, das sind ja eure Kirchweihfeste, wo der Tanz dazu gehört, wo die Predigt dazu gehört, wo einfach das Volk zusammenkommt, wo sie einfach merken und wissen, wir als Sennfelder, wir als Goxheimer gehören zusammen. Das ist das, was ich so praktisch erlebe. Aber Sie, Herr Bürgermeister, na, Herr Heinemann, Sie sind ja ganz vertieft in diese Sachen, ganz souverän, wie ich sie immer erlebe und auch jetzt so beim Erzählen. Was würden Sie denn sagen, wäre aus dieser Erinnerung ganz, ganz wichtig für heute? Also wenn man weiß, dass diese alten Rechte sehr bedeutend waren und ich habe es ja gerade erzählt, dann kann man eigentlich aus der heutigen Sicht sagen, wir stellen das unter zwei Worte. Das eine ist das Gedenken an die Vorfahren, an den Mut, an die Entschlossenheit, an die Glaubenstreue. Das andere ist der Auftrag. Der Auftrag für uns jetzt, Nachfahren, was kann man damit machen? Wenn ich sage, okay, wir haben den Auftrag, den Frieden, das haben die damals, den Frieden, um den Frieden haben die gekämpft. Und um die Freiheit, diese Rechte zu erhalten und wieder zu bekommen. Also wir haben heute auch, denke ich, den Auftrag, um Frieden und um Freiheit zu kämpfen. Und da gibt es genügend Anlass in der heutigen Zeit. Also
Wir müssen uns zu unserem freiheitlichen Rechtsstaat bekennen. Wir müssen uns zu Demokratie bekennen. Das ist ein Teil von dem, was die damals auch gemacht haben. Nur in anderer Form, in anderer Art und Weise. Aber das, denke ich, ist der Auftrag, den wir jetzt haben, genauso dafür einzustehen, genauso für den, auch für den Glauben einzustehen, für die Freiheit einzustehen, für die Demokratie, für den Rechtsstaat. Das ist was, was wir uns von den Vorfahren, denke ich, gut abschauen können. Was wir bei Ihrem Erzählen und auch jetzt, was für heute so ganz wichtig ist, da ist mir so aufgefallen beim Zuhören, nämlich dieser unwahrscheinliche Mut, die Tapferkeit, also diese Handlungsfähigkeit, dieses treue Durchhalten der Bürgerschaften hier von Sennfeld, wie aber auch der Bürgerschaft von Goxheim. Wir halten durch, wir wollen unsere Geschichte selber in die Hand nehmen und mitbestimmen, damit wir ja zum einen unsere Fischrechte hatten, also die Lebensgrundlage selber sich zu arbeiten und dann aber auch diese Stichworte Gerechtigkeit. Also es muss mit Recht zugehen, damit wir zusammenleben können. Und dann natürlich so diese Freiheitlichkeit, ja, dass so jeder seine Meinung, sein Denken zur Geltung bringen kann. Und dann aber auch diese Sorge für den Frieden. Also diese Sorge, dass so eine Gesellschaft mit unterschiedlicher Art im Frieden miteinander leben kann. Und da finde ich ja eine der wichtigsten Sachen, nämlich diese Mut der Bürgerschaft von Sennfeld, wie aber auch von Goxheim, dass sie einfach gesagt haben, wir kämpfen für das, was uns ganz, ganz wichtig ist. Also wir handeln selber. Na, wie sie so erzählt haben, ging mir durch den Kopf, das wäre das, was heute noch viel, viel mächtiger gebraucht würde. Damit wir als Gesellschaft, als Glaubensgemeinschaft optimal zusammenleben können. Ihr alle, die ihr zugeschaut habt, bei unserem kurzen so Interview, bei unserer Anfrage an den Altbürgermeister, denn der Emil Heinemann, der liebt seine Dorfgeschichte. Und ich finde ihn in dem Punkt faszinierend. Weil zum einen sein Sennfeld, was er von Herzen mag. Er gehört zur evangelischen Kirchengemeinde hier in Sennfeld und er mag die von Herzen gern. Und das Schönste für ihn ist, wenn er sich an die Orgel setzen kann und ganz, ganz wichtige Lieder der Kirchengemeinde unterstützt und den Gesang fördert. Deswegen, Herr Altbürgermeister, lieber Herr Heinemann, herzlichen Dank für das Interview. Und dann freue ich mich auf ein fabelhaft schönes Wochenende. Zum einen heute Abend hier bei euch in Sennfeld und dann am Sonntag drüben in Goxheim, wenn dann die ganzen Kirchengemeinden zusammen Gottesdienst feiern. Herzlichen Dank. Gerne. Und auf eine gute Geschichte und eine Ermutigung unserer ganzen Bürgerschaften.